Wird gemacht, Sir. Thomas setzte zurück. Aber hinter ihm lag noch die Deichsel des Schlittens auf den Schienen. Stopp! Vorsicht! Thomas versuchte anzuhalten, aber die Schienen waren zu glatt. Oh. Und dann passierte es. Oh nein! Oh nein! Nein, 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 Zunder nein! Und Asche! Oh, Hilfe, Hilfe! Ich bin noch nie mit einem Schlitten gefahren! Oh. Verstanden, Sir! Ich eile zu Hilfe! Halt, halt, halt! Wie hält man das Ding an? Oh nein! Sir! Thomas! Hilfe! Sir Topham, ist alles in Ordnung? Sir, die Kinder warten schon alles, Sir. Wo bleiben die Rentiere und der Schlitten? Der Schlitten ist den Berg runtergefahren, Stephen, und der Weihnachtsmann, ich meine Sir Topham Hatt, saß drin. Oh nein! Thomas! Thomas fuhr den vereisten Berg hinauf und zog den dicken Kontrolleur im Weihnachtsschlitten hinter sich her. An Thomas' Schornstein hatten sich Zweige verhakt, sodass er aussah wie ein Rentier. Ich habe Ihnen doch gesagt, dass ich nicht mit einem Schlitten fahren kann, Sir Robert. Ein Glück, dass Thomas als Ihr Rentier eingesprungen ist. Es gibt da eine Kleinigkeit, mit der unser Thomas noch viel, viel weihnachtlicher aussehen würde. Und hier Thomas, die Lok mit der roten Nase. Los geht's, Thomas. Die Kinder warten schon auf euch. Der echte Weihnachtsmann wäre gewiss stolz auf uns beide, Thomas. Und Thomas, die Lok mit der roten Nase, zog Sodors Weihnachtsmann auf seinem Schlitten in den Schlosshof, wo er die Kinder begrüßte. Ho, ho, ho! Fröhliche Weihnachten euch allen! Ja! Also dampfte Thomas los, um Emily zu suchen. Und dann passierte es. Es fing wieder an zu schneien. Ich muss Emily finden. Ich muss Emily finden. Thomas dampfte entschlossen weiter durch den rieselnden Schnee. Aber der Schnee wurde dicker und dicker. Und bald hatte Thomas sich festgefahren. Oh nein! Der Schnee fiel immer weiter. Er türmte sich höher und höher. Oh, Hilfe! Wenn ich doch bloß meinen Schneepflug nicht versteckt hätte. Thomas glaubte, er müsse bis zum nächsten Tag durchhalten. Sein Führerstand war vereist und sein Schornstein war taub vor Kälte. Ach, wer soll mich denn hier nur finden? Dann hörte Thomas ein Schnaufen und Keuchen. Wer kann das denn nur sein? Emily! Hallo, Thomas! Bin ich aber froh, dich zu sehen. Thomas, was ist passiert? Steckst du fest? Wir haben dich im Lokschuppen gesucht, aber du warst nicht da. Der dicke Kontrolleur sah böse aus. Thomas, ich hab dir doch gesagt, du sollst nicht ohne Schneepflug losfahren. Tut mir leid, Sir. Ich hab meinen Schneepflug versteckt und jetzt finde ich ihn einfach nicht mehr. Deswegen haben wir dich ja gesucht. Wir haben ihn gefunden, mitten im Schnee. Danke, Emily. Entschuldigung, Sir. Thomas war sehr froh, dass er seinen Schneepflug wieder hatte. Von jetzt an werde ich immer mit meinem Schneepflug fahren, wenn es schneit.
Ich bin froh, dass du deine Lektion gelernt hast, Thomas. Und morgen kannst du die Strecke für Emily freiräumen. Aber vorher muss ich dir unbedingt was zeigen. Komm mit! Thomas und Emily dampften durch den Schnee. Und bald erreichten sie die Wiese, auf der die Kinder spielten. Toll! So viele Schneemänner! Ich finde, der da sieht richtig schick aus. Sehr schick sogar, Sir. Bei der Kälte braucht der Schneemann einen Hut. Oh! Ich muss anscheinend auch aufpassen, dass ich den Hut aufbehalte. Diesel 10, das ist unser Weihnachtsbaum. Und das ist unsere Lichterkette. Und die Girlande gehört auch uns. Das ist unfair. Ihr habt viel mehr Weihnachtsschmuck als wir. Alle mögen Dampfloks viel lieber als uns Dieselloks. Unsinn, Diesel 10. Der dicke Kontrolleur hat alle seine Loks gerne. Hey, Dieselloks, seht doch mal, was der dicke Kontrolleur für uns vorbereitet hat. Oh, hallo allerseits. Was ist denn hier los? Wow, seht euch den ganzen Weihnachtsschmuck an. Und den Weihnachtsbaum. Das kommt alles vom dicken Kontrolleur. Siehst du? Die Dampfloks packten ihren Weihnachtsschmuck ein und fuhren nach Hause. Doch Percy blieb in der Werkstatt. Sydney, wie lange hängst du schon dort oben? Nicht besonders lange, Percy. Ich meine, weiß ich nicht. Das sind jetzt etwa 2 Jahre. 2 Jahre? Das ist aber schon sehr, sehr lange. Ja, ich warte auf neue Räder. Bestimmt ist die Bestellung verloren gegangen. Da hatte Percy eine Idee. Auf seiner Rückfahrt zum Lokschuppen in Tidmouth fuhr Percy noch kurz beim dicken Kontrolleur im Bahnhof in Knapford vorbei. Thomas und seine Freunde waren froh, dass sie ihren Weihnachtsschmuck wieder hatten. Auch wenn er zum Teil ziemlich ramponiert war. Oh nein, nicht schon wieder diese Dieselloks. Ist schon gut. Ist das Sydney? Ja, Gordon, ich bin's. Und danke, Percy, dass du mir das allerschönste Weihnachtsgeschenk gemacht hast. Jetzt kann ich endlich wieder eine wirklich nützliche Lok sein. Weihnachtsgeschenk? Was für ein Weihnachtsgeschenk? Meine neuen Räder! Du hast einer Diesel-Lok etwas geschenkt? Nach allem, was die Diesel-Loks gemacht haben? Weihnachten ist die Zeit, in der man nett ist und Geschenke macht. Und deshalb haben die anderen Dieselloks und ich gemeinsam beschlossen, dass wir euch das alles hier schenken wollen. Aber womit werdet ihr dann eure Dieselwerkstatt schmücken? Nur mit mir und mit meinen neuen Rädern. Und mit denen. Hallo, Bill. Ich hab dich schon erwartet. Ich glaube, du sollst hier neu lackiert werden. Ich bin nicht Bill. Ich bin Ben. Du meinst mein Zwillingsbruder Bill. Ich hol ihn gleich mal. Nein, tust du nicht. Du versuchst, mich reinzulegen. Davor hat der dicke Kontrolleur mich schon gewarnt. Oh. Also wurde Bill neu lackiert. In einer anderen Farbe. Wie du aussiehst. Bill war unzufrieden. Jetzt sah er Ben nicht mehr ähnlich. Das war gar nicht lustig. Da hatte Ben eine Idee. Am nächsten Tag fuhr Ben in die Lokwerkstatt, als Victor gerade nicht da war. Hallo, Kev.
Robin, ich bin Bill. Ich soll hier umlackiert werden. Der dicke Kontrolleur schickt mich. Bill? Aber wir haben dich gestern neu lackiert. Ehrlich? Daran erinnere ich mich nicht. Ich müsste doch aber eine andere Farbe haben, wenn ich neu lackiert wäre. Warte lieber noch ein bisschen, Bill, bis Victor wieder da ist. Oder vielleicht, wenn du mich nicht neu lackieren lässt, sage ich es einfach dem dicken Kontrolleur. Nein, mach das nicht. Oh, dann lackieren wir dich lieber, Ben. Du meinst Bill. Ich meine Bill. Ich mag die neue Farbe, Ben. Steht dir echt gut. Steht dir auch, Bill. Was ist denn hier los? Kevin? Als Victor zurückkam, war es schon zu spät. Bill und Ben hatten wieder dieselbe Farbe. Reingelegt. Wiedersehen. Entschuldigung, Boss. Auf dem Rückweg von der Lokwerkstatt trafen Bill und Ben Connor. Oh, guck mal, Bill, da ist Connor. Vielleicht hat er Lust auf ein Wettrennen mit einer frisch lackierten Lok. Also, Ben, ich bin derjenige, der losgeschickt wurde, um neu lackiert zu werden. Mal sehen, ob er Lust auf ein Rennen zur Lokwerkstatt hat. Hallo, Connor, erkennst du mich noch? Ein neues Wettrennen? Jetzt, wo ich weiß, dass nur einer von euch die Farbe hat, gern? Also, auf zur Lokwerkstatt. Wir sehen uns, wenn du irgendwann da ankommst. Wahrscheinlich früher, als du denkst.